Cool, aber das mache ich jetzt nicht. Ich glaube davon, ich brauche unbedingt Muni. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich 30, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt habe ich 60 mehr. Und was nehme ich noch? Ich habe jetzt kein Geld mehr, das ist aber super. Den Reaper. Ich glaube, ich spare mal. Ich glaube, ich spare mal auf dem Reaper, ne? Ja, ich glaube, ich spare mal auf dem Reaper. Weil der echt cool ist. 111, okay. Keine Muni, okay. Wie viel Platz habe ich jetzt? 15, okay, das ist schon mal mehr. Nehme ich mir trotzdem noch eine andere Waffe mit, falls ich da was finde für Harpunengewehr? Nee. Ach ja, ich will ja den. Für Waffe. Ich würde gerne was verkaufen, damit ich mir den Reaper kaufen kann. Weil ich habe jetzt echt Bock auf den Reaper. Aber na gut, dann habe ich halt nicht. Aber ich nehme mein Ding wieder mit. Safe Inventar, okay. Jetzt müsste es wieder ganz normal sein wie halt vorhin. Jo, ist es noch ganz normal. Super. Speicherpunkt war doch da hinten irgendwo mal, glaube ich. Ach ja, da war einer. Nee, war er doch nicht. Hä? Wie spät ist es jetzt? Na gut, da kann ich noch ein bisschen zocken. Oh, mein Akku ist leer vom Handy. Scheiße. Das geht doch nicht. Jetzt muss ich aufhören. Sorry. Nein, ich will ja auch weitermachen. Ey, was ist denn das da? Das bewegt sich doch, ey. Ich schmeiß die Leiche auf dich. Komm. Oh, die Leichen fliegen heute wieder schlecht. Die Leichen fliegen tief, dann ist schlechtes Wetter. Ich höre so ein Grunzen die ganze Zeit. Und es kommt nicht von mir. Das gefällt mir gar nicht. Das war von dem Vieh? Nee, oder? Okay, das ist eklig. Aber nur ein bisschen. Oh Mann. Was ist das? Ach, das ist tot. Jetzt. Hä? Ja, komm, ist das auch tot? Ja, das war tot. Was? Wo macht das jetzt die Geräusche? Nicht. Da war doch noch irgend so ein Vieh, so ein ekliges. Aha. Auch tot. Okay, da ist ein Speicherpunkt. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Hier mit den ganzen Monstern. Nee, schaut eigentlich in Ordnung aus. Wow, das macht mich fertig. Okay, Kapitel 6 überschreiben. Gehe ich da mal rein in den Notding oder kaufe ich mir in meiner, für meinen Rig irgendwas Sinnvolles, Sinnloses? Es könnte ja auch sein, dass da drin ein Ding ist. Oh Mann, Trefferpunkt ist da hinten erst wieder. Warte, müsste ich. Oh, 1, 2. Was ist Schaden? So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann bräuchte ich 6, dann müsste ich 60.000 ausgeben. Boah, hey, das ist aber ein langer Weg. Nee, da hole ich mir jetzt ganz einfach Energiesperre. So, ich bekomme jetzt für 10.000, 1.000, 1.700. Ich habe jetzt 10.000 Credits ausgegeben. Für Sachen, die, weiß ich nicht, 3.000 wert sind. Ist das ein geiler Tausch? Wie viel sind die wert? Wie viel sind die wert? Extrem seltenes. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen was wert. Ja, das könnte was wert sein. Alle lebenden Leichen noch da? Schön. Alles wirklich noch in Ordnung? Ja, dem geht's auch gut. Super. Dann machen wir weiter.
So, ich speichere gerne und oft und so. Man kann ja nicht übertreiben im Speichern. Bloß mit mir. Hey, ich hab da noch eins. Okay. Ich glaube, da setze ich gleich meinen Grundstein für die nächsten. Für die nächste. Soll ich meinen Grundstein gleich setzen? Ja, warum nicht? Ist doch mir jetzt egal, ob ich jetzt da 0,2 Sekunden schneller nachlade oder ob ich jetzt da nichts davon habe, ist doch das gleiche. Wow. Nein. Yeah. Oh Mann, hey, ich hab Angst. Am besten renne ich mal da hinten hin. Weil es da auch schön sicher ist. Ne? Also, was kann ich denn da schon befürchten, was da... Oh nein. Cool, Mann. Nein, Mann. Ich will nicht ins Feuer. Das ist mir viel zu heiß. Entschuldigung, das musste ich machen. Ich höre Stimmen, die mir sagen, dass ich was machen muss. Das ist bestimmt nicht gut, wenn ich das mache. Hä? Hey, warte mal. Ah, ich muss Sauerstoff deaktivieren. Weil nämlich Feuer braucht Sauerstoff. Und wenn nichts Sauerstoff da ist, also Sauerstoff deaktiviert, das ist gut, dann kann auch kein Feuer brennen. Wäre jetzt mein normaler Nachdenkungsding. Aber es ist bestimmt ganz anders. Geil. Nein, Mann. Es ist ein scheiß Lied, hey. Alter? Aha, Emergency closed. Huh, scheiße. Ja, wie soll ich jetzt dann lang gehen? Bestimmt muss ich vorher noch irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Bestimmt muss ich vorher noch von... Komm, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Da kann ich auch nirgends gehen, das ist super. Ach, da oben vielleicht? Haha, da oben ist ja noch was frei. Aber wo ist das Ding? Ach, da ist es. Genau, jetzt ist es super. Oh nein, oh nein. Autsch! Fuh, you. Y. Was da? Was da? Das da? Moneyboy? Na komm. Achso, ich muss erst da runter. Oh Mann, ey. Wartungszentrum. Oh nein. Je. Soll ich jetzt eins mitnehmen? Okay, die ist kaputt und verschmort. Okay. Was sagt mir das? Das sagt mir, ich muss eins der drei Dinge da hinten da rein tun, oder? Ja, würde ich mal schätzen. Komm rein bitte, Gigi. Hallo, geh zu. Ja, mach dich auf. Mach dich auf. Ah!
Komm, kotz ruhig. Du bist so langsam. Cool, Mann. Was ist denn sicherer als eine Fahrt mit einem kleinen Zombie? Oder einem Necromorph? Das sind ja alles Necromorphs. Ich habe mir heute den Film Devil angeschaut. Das ist ein Horror-Psycho-Thriller, der voll auf die Psyche geht. Der war nicht schlecht, also hat mich ein bisschen gelangweilt, aber... nee, war echt cool, der Film. Da ging es aus so einem Fahrstuhl, da waren so vier Typen oder fünf Stück. Und da ist der Teufel in Person, ist auf der Welt. Und, es ist halt so, die fünf Leute... Die Schritte, er will, dass ich die Schritte befolge. Hä? Schritt 1, in die dunkle Maschine kriechen. Strauss, beruhigen Sie sich, er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Naja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Cool, was Sie ist das? Weiter. Blinkelicht. Schaffen Sie das? Er kommt, kann nicht reden. Blinkelicht. Na, wo muss ich hin? Na, dann muss ich doch mal da. Achso, ich kann da gar nicht hin, schade. Und in dem Film ging es halt darum, dass halt fünf Personen, die ein bisschen böse sind, also der eine ist ein Schläger, der andere ist, keine Ahnung, Bankräuber und so halt, und fünf Personen, und dann stirbt halt immer ein. Irgendwer in dem Fahrstuhl ist der Teufel. Und das war das Ding, und niemand weiß, wer der Teufel ist. Und die erste Person, die stirbt, ist glaube ich so ein Matratzenverkäufer, der bekommt so eine Glasscherbe voll in die Halsschlagader rein. Dann die zweite Person ist eine alte Dame. Die dritte Person ist der Sicherheitswachmann, der war Schläger. Sein Hals wird so oft um sich gedreht, das ist so geil. Und die alte Dame wird erhängt. Und dann die letzte Frau und noch ein Typ sind übrig. Und die Frau ist halt, ich erzähl es kurz fertig, war jetzt gleich fertig. Die Frau ist halt, wird getroffen von einer Glasscherbe und verblutet fast und bekommt keine Luft mehr, und dann der Mann ist noch übrig, und auf einmal erhebt sich die alte Dame, wo er hängt wurde, und war der Teufel. Ist voll geil, oder? Ja, das war der Teufel. Teufel. Ich schaue jetzt bloß kurz mal, was mein ICQ macht, weil es blinkt gerade wie ein kleiner hysterischer Junge, der auf mich aufmerksam machen geworden sein will.